Würde ich es nicht tun, wenn ich es nicht von der Steuer absetzen könnte? Oder würde ich es tun, weil ich es von der Steuer absetzen kann? Also die Bedeutung der Beratung in dem Moment ist untergeordnet der steuerlichen Im Relevanz. Business Talk Podcast geben wir jungen und auch etablierten Ärzten und Medizinern Einblicke in die Themen Niederlassung, Praxisführung und Entwicklung. Im Business Talk Podcast wollen wir Mut machen für den Weg in die eigene Praxis und wir zeigen auf, wie das Thema eigene Praxis individuell und zukunftsträchtig funktioniert. Das tun wir mit Interviews, Solo-Folgen und Reportagen und unser Anspruch ist, wir machen den Arzt zum Unternehmer. Mein Name ist Oliver Neumann und ich begleite den Arzt bei allen wirtschaftlichen Fragen auf dem Weg zum Unternehmer in die eigene Praxis. Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Business Talk Podcast. Wie ihr schon gemerkt habt, wir sind mittlerweile in einem 14-tägigen Rhythmus. Das hängt so ein bisschen damit zusammen, dass einfach gerade super viel los ist und es ist die Zeit der Veränderung. Und das ist eben auch beim Business Talk Podcast angekommen. Deshalb wird es im Moment alle 14 Tage nur den Business Talk Podcast geben. Nichtsdestotrotz wollen wir zwischendurch auch mal wieder eine Solo-Folge machen und ich möchte euch so ein bisschen etwas aus der Beratungspraxis erzählen, denn das ist immer noch eine Leidenschaft. Und ich möchte die Bindung natürlich auch halten zu diesem Thema. Und ich möchte heute tatsächlich auch ein nicht digitales Thema in den Vordergrund stellen. Es soll einfach mal um ein Beispiel gehen aus der Beratungspraxis und auch um die Wertigkeit der Beratungspraxis, um einfach mal deutlich zu machen, was da draußen bei vielen immer noch los ist. Und ich freue mich wirklich sehr, dass ich diese Rückmeldung auch bekommen habe und immer wieder bekomme, denn da gilt es ja auch für uns alle draus zu lernen, miteinander zu lernen. Es ist keinenfalls in irgendeiner Art und Weise anmaßend oder auch anklagend, was ich Ihnen jetzt gleich vorstellen möchte. Es spiegelt einfach wieder, wie der Arztberuf und der Beruf insgesamt auch noch gesehen wird. Also wenig in Richtung eigene Verantwortung, wenig in Richtung Selbstständigkeit. Und das meine ich nicht in Bezug auf den ärztlichen Beruf, sondern einfach auf das, auf diese unternehmerische Tätigkeit. Die Frage danach immer natürlich, inwieweit ich investieren kann in diesen Arztberuf und investieren sollte auch in den Arztberuf und in meine unternehmerische Tätigkeit als Arzt oder als Ärztin, wie es jetzt hier in diesem Fall ist, sich tatsächlich niederzulassen. Bevor wir einsteigen in die Thematik, möchte ich noch ein bisschen was erzählen, so grundlegend. Wir sind ja mit dem Thema der Business Talk Academy gestartet und auch da mussten wir jetzt nochmal Corona-bedingt den ersten Kurs verschieben. Wir haben eine Hybridveranstaltung für Ärztinnen und Ärzte, die berufsbegleitend mehr unternehmerische Skills mit auf den Weg bekommen wollen und mit unseren Experten da im Boot. Und wir haben ja wirklich einige dabei, die ein großes Wissen haben und ein Proof of Concept, also wirklich die Dinge, die sie da schulen und die sie in der Business Talk Academy auch berichten, dann auch wirklich in die Praxis schon umgesetzt haben. Wir machen ja ein Hybridprogramm, also auf der einen Seite eine Präsenzveranstaltung über einen Zeitraum von ungefähr 6 Monaten, auf der anderen Seite eine Veranstaltung, die online auch gebucht werden kann, beziehungsweise wo Dinge online ergänzt werden, also immer in unterschiedlichen Abständen, wo dann auch Themen online nachgearbeitet werden können mit einem Workbook und so weiter und so weiter. Das sollte an sich jetzt starten im März. Corona-bedingt ist das leider nicht möglich. Wir mussten also die Teilnehmer, die jetzt leider noch mal vertrösten und die auf den August beginnende Masterclass dann verschieben. Also für alle die, die jetzt noch Lust haben, sich dem Thema unternehmerische Skills und Masterclass mal zu widmen, die können gerne auf www.businessdoc.de gehen unter dem Reiter Academy, sich das Programm noch mal anschauen und wir werden euch dann auf August den Kreis im August erweitern, damit wir das nicht nochmal verschieben müssen. Ja, freut mich wirklich sehr, wenn ihr da Interesse daran habt. Fragen könnt ihr immer stellen und auch richten an info@businessdoc.de. Genau, das ist einfach die Zeit der Veränderung. Das habe ich gerade schon gesagt, dieses Jahr, da passiert sehr, sehr viel. Es ist auch ja mit zu Pandemiezeiten immer noch das Jahr der Veränderung. Und auf der einen Seite ist das sehr, sehr praxisbezogen, auf der anderen Seite, also auf die Arztpraxis bezogen, auf der anderen Seite natürlich auch immer noch auf das Leben bezogen. Und ich erfahre das immer wieder und im täglichen Kontext, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass wir dem Leben oder beziehungsweise auch dem Berufsleben jetzt insbesondere für die ärztliche Praxis mehr
Stellenwert einräumen. Wir wissen, dass die Medizin immer weiblicher wird. Wir wissen im Augenblick, dass wir sehr, sehr viel, viele Veränderungen und Möglichkeiten haben, was den gesetzlichen Rahmen angeht. Also wir können, das ist ja schon seit langer Zeit so, Praxen gemeinschaftlich betreiben, draußen die Möglichkeiten besteht, Anstellungen wahrzunehmen, als Arzt, als Ärztin in die eigene Praxis zu gehen und insbesondere in den leider noch immer unterversorgten Gebieten natürlich damit auch für eine hohe Patientensicherheit zu sorgen. Und ich erlebe aber immer wieder, bekomme sehr viele Anfragen ja von zur Beratung und Begleitung von Niederlassung und Existenzgründung, dass es zwischendurch immer wieder große Fragen gibt, kann ich in eine Beratung investieren? Also natürlich ist diese Begleitung in die Niederlassung, die ja so im Schnitt so zwischen 6, 9, vielleicht auch mal 12 Monate dauern kann, das ist nicht immer so der Fall. Und da gibt es unterschiedliche Intensitätsgrade, also wie häufig man zusammenarbeitet, wie wir die Gestaltung auch dieser Planung machen, ist nicht immer gleich. Aber es gibt eben aufgrund der Vergangenheit und auch auf der Beratung der Vergangenheit da immer wieder Schwerpunkte beziehungsweise auch Maßstäbe, die wir da heranziehen können, Erfahrungswerte, die wir da heranziehen können. Und ich entnehme immer wieder auch der Kommunikation, dann gerade am Anfang, wenn wir uns kennenlernen, macht sich für mich immer wieder deutlich, ist das, was ich da tue als Arzt, als Ärztin, das Beratungshonorar wert. Also es wird nicht in Frage gestellt, ob meine Beratung etwas wert ist, sondern es ist die Frage, ist meine Praxis, die ich da machen will, ist es wert, dass ich in eine Beratung investiere? Und der Gedankengang fällt mir teilweise sehr, sehr schwer nachzuvollziehen, weil natürlich das eine Grundlage darstellt. Ihr müsst überlegen, eine Niederlassung, eine Praxis, die ich führe, die führe ich nicht nur ein Jahr, nicht nur 2 Jahre, die führe ich vermeintlich sehr, sehr lang, also 10, 15, 20, 25 Jahre vielleicht sogar. Ob ich das jetzt alleine tue oder ob ich das in einer Gemeinschaft tue, das spielt überhaupt keine Rolle, sondern es ist ja etwas, was einer guten Vorbereitung bedarf. Und ich habe eine Anfrage bekommen von einer jungen Ärztin, die sich niederlassen möchte und die also sowohl auf Empfehlung gekommen ist, als auch über die Business Doc Seite sich informiert hat und dann gesagt hat, ja, ich möchte gerne, würde mich sehr freuen, wenn Sie mich begleiten in die eigene Praxis, bin etwas abgelegen, die Region spielt jetzt mal keine Rolle. Wir haben uns dann unterhalten über dieses Thema, es kam aber schon raus in dem ersten Gespräch, dass sie immer wieder gesagt hat, ja, ich habe ja nur eine kleine Praxis und ich bin nur in einem kleinen Bereich und ich habe auch ein Krankenhaus dabei und ich muss auch gar nicht viel Geld verdienen, weil mein Lebenspartner hat einen sehr gut gehenden Beruf und ich brauche auch nur 20 Stunden machen oder vielleicht jetzt die notwendigen 25. Vielleicht mache ich dann auch irgendwann mal mehr. Also es war gar nicht klar, dass das, was ich da tun will und wo die Ärztin ja auch lange für sich vorbereitet hat, in der Ausbildung, im Beruf, im Krankenhaus und also dieses ganze Thema, 12 Jahre Ausbildung, beziehungsweise knapp 14 Jahre bei ihr, mit Studium und mit Facharztausbildung jetzt tatsächlich in die eigene Praxis zu gehen und dann zu überlegen, kann ich mir leisten oder möchte ich mir leisten für diese Niederlassung, für diese Praxis, die ich da habe, einen Berater mitzunehmen, um mich dann vorzubereiten auf das, was ich da tue. Und der Grundgedanke ist immer natürlich Unsicherheit. Also ja, ich brauche einen Businessplan für die Bank, aber die hat mir eigentlich auch schon einen Plan gemacht. Ich weiß eigentlich schon, dass das funktionieren könnte. Dann haben wir darüber gesprochen, was ist diese Beratung wert, beziehungsweise was kostet diese Beratung? Das ist natürlich immer eine Frage, die wir anhand von den Erfahrungen in der Vergangenheit auch stellen. Und dann bekam ich eine Antwort von ihr, die das also nicht meine Beratung in Frage stellt, nochmal, sondern die Wertigkeit für sie in Frage stellt. Also die erste Frage war dann tatsächlich, Mensch, kann ich ihr Honorar von der Steuer absetzen? Und alleine diese Frage impliziert ja, hat das eine steuerliche Relevanz? Also ist das wichtig? Also die Frage ist ja, würde ich es nicht tun, wenn ich es nicht von der Steuer absetzen könnte? Oder würde ich es tun, weil ich es von der Steuer absetzen kann? Also die Bedeutung der Beratung in dem Moment ist untergeordnet der steuerlichen Relevanz. Also kann ich das absetzen oder nicht? Also ist es dann vielleicht irgendwie noch wertvoller oder ist es halb so wertvoll? Ihr wisst, was ich vielleicht meine daraus. Also die Frage danach, wenn ich einen gewissen Betrag habe, den ich dann irgendwie vom Finanzamt wiederbekomme. Also daran sollte ja keine Beratung scheitern oder sollte auch keine Beratung
dessen durchgeführt werden. Dann könnte man im Umkehrschluss genauso gut sagen, ich nehme es vierfach an Honorar, weil das kannst du ja auch von der Steuer absetzen. Also wichtig ist ja, dass ihr die Grundlage legt für eure berufliche Existenz und für eure, für den Aufbau der Praxis und vielleicht auch einer Planung, die jetzt über die ersten 3, 4, 5 Monate oder 6 Monate hinausgeht. Also was will ich denn später tun? Die zweite Frage war dann, Standortanalyse brauche ich nicht, ich lebe ja hier, ich kenne ja meinen Standort. Auch da ist es natürlich die Frage, was meine ich jetzt mit Standortanalyse? Selbst wenn wir vorher darüber gesprochen haben, ist ja immer die Frage, meine ich jetzt mein unmittelbares Umfeld und was möchte ich erreichen? Bin ich jetzt so hoch spezialisiert, dass ich über die Grenzen hinaus meines Standorts bekannt werden kann? Weiß ich überhaupt, ob meine Spezialisierung, die ich da habe, ist die an meinem Standort überhaupt relevant? Ist also die Gruppe an Patienten da, die ich dafür haben möchte? Und wenn ich jetzt sehr spezialisiert wäre in dem Moment oder bin sogar, was hat das für die Zukunft zu bedeuten, wenn zum Beispiel diese Spezialisierung mal von einem anderen auch übernommen werden kann? Also all diese Fragen, der Standort ist ja nicht nur entscheidend darüber, wo gehe ich jetzt hin mit meiner Praxis, denn ihr wisst immer noch, zwei Faktoren, gerade in der Abrechnung oder in der Bedarfsplanung oder Zulassung mit der gesetzlichen Krankenversicherung, habe ich ja immer die Thematik, der KV-Sitz ist standortgebunden und personengebunden. Und deshalb ist die Analyse des Standorts ja so wichtig, weil ich mich ja auch mit einem Mietvertrag langfristig binde an diesen Standort. Und ich muss ja genau wissen, welche Konkurrenzsituation ist da, wie ist die Bedarfsplanung in der Zukunft, wie ist aber auch in Anführungsstrichen die Kaufkraft meiner Patienten, gerade wenn ich Zusatzleistungen im Bereich der Spezialisierung anbieten möchte. Ist der Standort vielleicht nicht mehr so relevant, wenn ich viel digital machen kann? Also wenn ich auch über das Thema Videosprechstunde, elektronisches Rezept und so weiter nachdenke. Deshalb die Frage danach, was macht der Standort überhaupt aus? Und ich kenne meinen Standort. Das war die zweite Sache, die mich sehr gewundert hat. Die dritte Sache, die wiederum sehr, sehr häufig vorkommt und möchte ich auch einfach mal widerspiegeln, ist, Mietvertragsprüfung brauchen wir nicht, weil ich kenne den Vermieter. Und der Vermieter ist sehr, sehr daran interessiert, dass ich diese Räumlichkeiten miete. Jetzt ist es ja so, ich bin kein Steuerberater und bin kein Rechtsanwalt. Ich kann oder ich darf das auch nicht steuerlich und Rechtsanwalt. Ich prüfe, ich empfehle da immer noch mal einen Steuerberater und Rechtsanwalt auch drauf schauen zu lassen. Aber vor dem Hintergrund der kaufmännischen Prüfung, die natürlich viele Dinge implizieren, ist natürlich immer die Frage, warum will ich oder gehe ich davon aus, dass ein Bekannter, ich sag's mal so, übervorteilt, dass der Mietvertrag genauso ist, wie ich ihn brauche für eine Arztpraxis. Also nicht nur bezogen jetzt auf Standardmietverträge, die sicherlich nicht für eine Arztpraxis geeignet sind, aber eben bezogen auch darauf, was ist wichtig für eine Arztpraxis und welche, nehmen wir mal alleine das Thema Dauer des Mietvertrages, bezogen auf die Relevanz, dass ja der KV-Sitz immer auch standortbezogen ist. Was ist mit dem Thema Umbau? Was ist mit dem Thema Rückbau? Was ist mit dem Thema Kosten für Rückbau? Was ist mit dem Thema Verkauf? Was ist mit dem Thema Mietvertrag und Sicherheiten? Was ist mit dem Thema der Nebenkostenregelung? Was ist mit dem Thema Aufnahme von weiteren Gesellschaftern, weiteren Ärzten? Was ist mit dem Thema Veränderungen in der Praxis, die notwendig sind, wenn es KV-bedingt oder Kammer-bedingt irgendwelche Änderungen herbeigeführt werden müssen? Kann der Vermieter das verwehren? Also ohne Frage ist natürlich jeder Vermieter daran interessiert, mit einem Arzt, mit einer Ärztin langfristig einen Mietvertrag abzuschließen, aber darum geht es ja gar nicht. Es geht ja auch nicht darum, dass irgendjemand sagt, ich ziehe jemand über den Tisch oder sonst etwas, aber die Fragestellung dahinter ist eine komplett andere und deshalb ist es vollkommen unabhängig davon, ob ich den Vermieter kenne oder nicht. Mal ganz im Zweifel davon, dass vielleicht irgendjemand anders dieses Objekt erwirbt und dann plötzlich nicht mehr der Freund ist und dann stehen vielleicht Dinge in dem Mietvertrag oder stehen eben Dinge nicht in dem Mietvertrag, die man vielleicht mit einem Bekannten gut hätte vereinbaren können, aber mit einem Unbekannten eben nicht, denn ihr wisst immer, dass Verkauf nicht den Mietvertrag bricht. Gerade im gewerblichen Bereich gibt es da besondere Schwerpunkte zu.
Aber Hinweise darauf, einfach mal darüber zu reden, ist eben Teil einer Beratung und kann wirklich ausschlaggebend sein für das langfristige Wohl der Praxis. Und daran sieht man immer schon, wie viel wert ist es einem selber, in sich zu investieren. Also Dinge sich in der Beratung mal deutlich machen zu lassen, die vielleicht langfristige Folgen haben können. Und wenn dann jemand sagt, ich bin nicht bereit, dafür ein Honorar zu bezahlen, das langfristig auch in mich zu investieren, dann ist eben immer die Frage, ist der Beruf, den ich da ausübe, mir selber so viel wert, dass ich dieses Geld dafür ausgeben möchte? Ja, genau, das waren so zwei, drei Beispiele mal, die mir wirklich am Herzen lagen, weil ich habe dann auch natürlich nochmal Kontakt aufgenommen. Ich habe gesagt, jeder muss das für sich entscheiden. Und die Frage danach, also kann ich das von der Steuer absetzen? Muss ich die Standort, ist die Bedarfsplanung da? Ich war ja schon bei der Bank und die haben ja auch gesagt, das ist gut. Aber allein diese Frage danach, wie läuft ein Bankgespräch ab und welche Sicherheiten gebe ich letztendlich? Das haben wir auch in dem einen oder anderen Podcast schon mal besprochen. Welche Sicherheiten gebe ich ab zur Bank und was wird da gefordert? Welche Zinsen habe ich im Moment, beziehungsweise welches Finanzierungskonzept wird da vorgelegt? Welche Bürgschaften gebe ich ab? Also muss jemand mit unterschreiben? Macht es Sinn, dass das so ist oder nicht? Gibt es vielleicht noch Grundschulden, die mit eingetragen werden oder nicht? Also als Tipp vielleicht für heute und möchte den Podcast ja auch, ihr wisst, die Solo-Folgen sind ja nie so lang, sondern ich möchte euch ja knackige Tipps mit auf den Weg geben. In dem Moment ist einfach wirklich, wirklich wichtig zu überlegen, was ist mir diese Beratung wert? Und egal von wem, es geht ja gar nicht um mich, es geht ja um euch. Es geht um die Begleitung der Praxis und es geht darum, eine langfristige Ausrichtung für die eigene Praxis vorzubereiten und dann eben auch zu überlegen, mit welchem Konzept möchte ich denn morgen und auch übermorgen erfolgreich sein? Wir sprechen ja immer davon, wir machen den Arzt, die Ärztin zum Unternehmer und die unternehmerische Denke beginnt ja genau zu dem Prozess oder in dem Moment. Und wenn das Umfeld genau aber in diese Richtung auch berät, da bin ich wieder bei denjenigen, die euch langfristig begleiten, das kriegen wir schon alleine hin, da brauchst du keinen Berater, denn das ist wirklich ein entscheidender Punkt, mit wem spreche ich über was. Also viele Ärzte, auch jetzt Abgeber, das wäre ein nächster Punkt, die auch noch scheuen davor zu sagen, ich möchte meine Abgabe langfristig begleiten, weil es da um Kaufpreisverhandlungen geht, weil es darum geht, auch mit jemand Neues gemeinsam die zukünftige Praxis zu entwickeln und zu planen. Also wie sieht eine Übernahme, eine Übergabe aus? Ja, mein Tipp eben nur, geht dieses Thema mal an, macht euch wirklich langfristig Gedanken darüber, wie ihr die Praxen aufbauen wollt und mit wem ihr das Ganze angeht. Ich bin sehr, sehr dafür, dass ihr kein Geld zum Fenster rausschmeißen sollt und ihr euch auch den Berater suchen solltet, der zu euch passt, egal in welcher Region, egal in welcher Stadt, egal zu welchem Thema. Aber sucht euch jemanden aus, dem ihr langfristig vertrauen könnt. Und natürlich ist das, was Berater sagen, auch meist mit einem Honorar verbunden. Ich warne immer vor denen, die dann tatsächlich kommen und sagen, wir verrechnen das mit irgendwelchen Finanzierungen, Provisionen oder sonst irgendwas. Eine Honorarberatung ist die Grundlage für eine gute und erfolgreiche Zusammenarbeit. Und sie sollte auch nicht davon abhängig sein, dass euch jemand in die Praxis begleitet, sondern der beste Berater ist eigentlich der, der euch ganz knallhart sagt, lass die Finger davon oder das ist jetzt die richtige Praxis, das ist der richtige Weg. Also nicht der Erfolg, die eigene Praxis ist der Erfolg für das Honorar oder auch für die eigene Praxis, also für eure Niederlassung, sondern die richtige Praxis ist es. Die richtige Praxis, die auf euch wartet. Und das ist dann vielleicht auch eine Neugründung. Ich erinnere mich durchaus an den einen oder anderen Arzt, Mediziner oder Medizinerin, die wir von Business Talk hier begleitet haben und wo letztendlich nach 4 oder 5 Gesprächen klar war, das ist jemand, der ist gar nicht für die Niederlassung unbedingt geeignet. Also das war eine Selbsterkenntnis auch und das kann man auch ruhig sagen. Und meistens ist es so, wenn das Verhältnis stimmt, dann ist derjenige, diejenige sehr dankbar,
das auch mal zu hören. Oder wir erkennen eben, dass das einfach noch nicht die richtige Praxis ist oder nicht das richtige Konzept, weil vielleicht die Gedanken am Anfang der Begleitung und Beratung ganz andere sind als am Ende. Also, deshalb das heutige Thema kurz und knapp, das Thema Honorarberatung, und macht euch vielleicht einfach mal ein paar Gedanken darum. Ich werde euch hin und wieder immer mal mit in diese Beratungspraxis nehmen und euch weitere Beispiele aufzeigen. Ein ähnliches Beispiel ist jetzt gerade von einem Praxisabgeber, was ich gerade schon mal angesprochen habe, der auch sehr, sehr vorsichtig ist, was aber auch in Ordnung ist. Also man muss ja auch jemandem eine Zeit geben, um sich miteinander kennenzulernen. Das reicht man meist nicht in dem ersten oder zweiten Beratungsgespräch. Aber es gibt Lösungen und es kann Lösungsansätze geben. Also sprecht mit eurem Berater, fragt sie auch nach Alternativen zu normalen Honorarangeboten. Kann auch, gibt's, ich erinnere mich jetzt gerade daran, es gibt auch durchaus Möglichkeiten zu sagen, zahlen Sie doch das, womit Sie zufrieden sind. Denn wenn ich überzeugt bin von dem, also von meiner Beratung, dann kann ich ja vielleicht eine Grundlage des Spesenabgleichs machen. Und ich mache dann hinterher, wenn ich wirklich eine erfolgreiche Beratung durchgeführt habe, überlasse ich es tatsächlich dem Kunden, was er denn bezahlen will. Auf einer Grundlage, die wir vielleicht vorher mal abgestimmt haben, in welche Richtung das dann gehen kann. Aber auch das ist ja gut, weil dann beide Seiten hohes Interesse daran haben, dass das ganze Thema erfolgreich abgeschlossen wird. Okay, das war's von dem Business Talk jetzt heute und hier. Ich wünsche euch eine tolle Woche, bleibt unternehmerisch. Es gibt schon wieder zwei interessante Podcasts, die wir aufgezeichnet haben. Und es wird wieder ein Duo geben, mit dem wir gesprochen haben, sowohl einmal aus dem ärztlichen Bereich als auch in dem Bereich des Startups. Freut euch drauf, werden spannende Wochen. Wie gesagt, es ist die Zeit der Veränderung, bleibt unternehmerisch, und ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Business Talk Podcast wieder hören. Macht's gut, bis dahin, tschüss.